heute nehme ich mal einen Scooter und mache mich auf den Weg nach Krabi Town und gucke mir auch den Tiger Cave Tempel an. Alle empfehlen ihn mir, alle sagen, sie haben zwar schon viele Tempel gesehen, aber das ist einer, den es sich auf jeden Fall nochmal lohnt zu sehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fahrt dahin. Ich habe ja bisher ausschließlich gute Erfahrungen mit Scootern gemacht. Von daher, ihr könnt gespannt sein und ich hoffe, dass ich einfach nur lebend ankomme. Ich habe die Rollerfahrt erfolgreich überlebt. Für all die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe mich am ersten Tag in Kupayam mit dem Roller direkt hingelegt und hatte eine fette Wunde am Bein, die aussah wie so ein Zombie bis zwei Wochen lang. So, hinter mir seht ihr Tempel Nummer 1 in Krabi. Hast du eingesehen, hast du alle gesehen, so mehr oder weniger. Trotzdem ganz nett und ja, keine Touristen, es war leer, es war ruhig. Ist auch mal sehr, sehr schön, schöne, nette Abwechslung. Und jetzt checke ich noch ein bisschen die Innenstadt von Krabi aus und werde mich dann auf dem Weg zum Tiger Cave Tempel machen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tiger Cave Temple, haben mal einen kurzen Stopp an der Tankstation gemacht. Der Tank ist nämlich fast leer. Ansonsten ja, ich würde euch sehr, sehr gerne so ein paar Aufnahmen von der Straße zeigen, während ich auf dem Roller sitze. Aber ganz ehrlich, mit dem Verkehr hier, also selbst wenn man beide Hände am Lenkrad hat, ist es reiner Selbstmord, sich durch diesen Verkehr durchzubewegen. Wir sind am Tiger Cave Tempel angekommen. Nein, das ist nicht der Tempel hier hinter mir. Der Tempel, zu dem wir wollen, der ist 1200 Stufen unter diesem Berg hier. Das heißt, es geht gleich hoch, 1200 Stufen nach oben. Es fängt natürlich pünktlich an zu regnen. So ist das hier in Thailand während der Regenzeit. Kommen Sie her, fahren Sie eine Runde, haben Sie Spaß. Es ist 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass es anfängt zu regnen. Treppen, gar kein Problem. Okay, 723 Stufen geschafft. Es wird nicht einfacher. Ja, und all die Fitnessfreaks da draußen, never skip leg day. Noch 200 Schritte über. Oh Mann.
Geschafft. Über 1200 Stufen. Geschafft. Beim Bau des Tempels hier oben einfach mal die Spitze von dem Berg einfach da gelassen, damit man weiß, dass man ganz, ganz, ganz oben angekommen ist. Die haben sich definitiv gelohnt. Der Ausblick ist phänomenal. Der Buddha lässt nichts zu wünschen übrig. Er ist groß und gold und sitzend. Nebenbei macht man noch ein wunderschönes Beine-Po-Workout. Tiger Cave Tempel in Krabi. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Rückweg nach Aonang haben wir durch Zufall hier einen Nachtmarkt am Straßenrand gefunden und den werden wir jetzt erstmal plündern und richtig ordentlich essen. Markt gibt es einfach mal alle. Vor allen Dingen scheint es ein Markt zu sein, wo halt ausschließlich Thailänder einkaufen gehen. Also ich habe keinen einzigen Touristen gesehen. Wir haben uns durch Zufall hier verirrt und sind maximal glücklich. Zack, zwei Ananas, 20 Bar, gar kein Problem. Unter dem Motto jeden Tag ein kleines Abenteuer geht es heute direkt weiter. Und zwar gibt es hier einen Nationalpark mit einem Berg, den man bis ganz nach oben hin aufsteigen kann. Das heißt, zweiter Tag in Folge, richtig schönes Po-Beine-Workout. Wir haben die Hälfte fast geschafft und wenn ich meine wir, meine ich uns vier. Zu Sebastian und mir haben sich noch Luli und Leonie hinzugefügt und wir meistern dieses kleine Abenteuer gemeinsam. Wie sich das gerade anfühlt? Habt ihr Predator gesehen? Oh ja, yeah. Er ist hier, irgendwo in diesem Dschungel und wartet auf mich. Aber ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Freunde, noch 500 Meter bis zum Ziel. Gefühlt laufen wir seit 4 Stunden. Um ehrlich zu sein, sind es 1,5 und es hört irgendwie nicht auf. Aber angeblich sind es nur noch 500 Meter. Da hinten war so ein selbstgemaltes Schild. Dem vertrauen wir einfach mal.
Wenn das mal nicht unfassbar ist, guckt euch das an. Das ist wunderschön. Ich war noch nie so weit oben. Nee, noch nie. Das ist der absolute Hammer. Rede mit mir selber.